Ich sehe schon was aufblinken. Mein lieber Roderick, vielen Dank für alles. Scheiße! Was denn? Ja, hier brennt's natürlich. Was habt ihr erwartet? Wir werden verbrennen! Nein. Ich verspreche dir, dass hier nichts passieren wird. Roderick, folgst uns? Bis in die Hölle. Bis in die Hölle. Wir sind hier in der Hölle. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir, dass wir das ausmachen sollen, ne? Okay, let's go. Ja, das ist natürlich nicht so gesund, hier durchzurennen, aber es bleibt keine andere Möglichkeit. So, weitergehen, Freunde. Nur Mut. So, jetzt noch ein bisschen Leder. Kommst du da durch? Kannst du das übernehmen? Ist recht. Ist recht. Das macht er doch mit dem größten Vergnügen und bricht da einfach durch, als wäre es nichts. Die Decke stürzt gleich ein. Nein. Beruhige dich. Hugo. Ist hier noch irgendwas? Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Aber echt. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. So, komm, Roderick, hau mal da durch. Mein Vater zu sagen pflegte, das Feuer macht den Schmied. Mhm. Das muss der Ausgang sein. Nice. Haben wir gut geschafft. So, dann schaue ich mich hier nochmal um. Bisschen Schwefel, bisschen hiervon, bisschen davon. Wunderbar. Okay, und ab dafür. Jetzt aber raus. Erreiche die Kathedrale, ist also unser Ziel. Roderick? Erledige ihn. Verlass dich auf mich. Danke. Ich glaube, der dreht sich nicht um. Ja, es hört sich nicht so an, als ob der sich nochmal umdreht. Schön. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Das glaube ich dir aufs Wort, mein Guter. So, Alkohol brauchen wir auch nicht. Da hinten ist wieder irgendeine Wache. Mit einer Laterne. Naja, der hatte keinen Helm auf, ne? Wir haben alle keinen Helm auf. Ja, klar. Ist das dumm? Der hat auf Dingens gezielt, auf die Laterne anstatt auf seinen Kopf, weißt du? Ja, das ist, das war nicht mein Fehler. Doch war es. Es war mein Fehler, ich kann nicht richtig zielen anscheinend. Okay. Aber ist auch schwierig. Ist auch schwierig. Ah, okay, jetzt müssen wir wieder hier lang. Okay. So. Roderick, let's go. Du bist erledigt. Na klar. Ich hab mich wohl etwas gehen lassen. Ist okay. Vollkommen okay. So. Jetzt aber. Jetzt kriegen wir das hin, oder? Ich meine, das sind nur drei Gegner. Und allesamt... Hey, was machst du denn? Haben wir ihn erwischt oder das Licht? Okay, ihn anscheinend. Das lief gut. Wir haben sie auf jeden Fall gerettet. Das war eine... Das war mein größtes Ziel. Oh, danke. Der Herr sei mit euch. Na klar. Haut ab. Ja, danke. Und viel Glück. Danke, danke. Hey, warte. Ach, zu gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Vom Regen in die Traufe, würde ich sagen. Es war klar. Ich dachte, ich hätte irgendjemanden gerettet hier in diesem Dorf, aber offensichtlich rettet man hier niemanden. Von wo haben die jetzt geschossen? Die müssen ja irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Von da? Der Karren! Der Karren! Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Ja. Du hast recht. Du hast absolut recht. Hey! Was ist los, Amicia? Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Okay. Roderick, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau.
Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Puh. Okay, da sind die Pfeilschützen von der rechten Seite. Die erwischen uns aber nicht, oder? Hoffe ich. Soldaten, der Fort sind Soldaten! Amicia, die gehören dir. Gehören mir? Wie denn? Ach so. Komm her. Okay, das war er. Alles gut. Rodrik, lass den Karren los, bitte! Was, sie haben ihn getroffen? Treffer. Amicia, sie sind hinter uns. Oh. Bastarde. Oh nein, Rodrik. Mach keinen Scheiß, Rodrik. Los, schnell. Okay, komm mal. Oh nein. Ich hoffe, die haben ihn nicht erwischt. Die haben ihn erwischt. Was? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Auch nicht gehört. Was ist denn mit meinem Audio los? Scheiße. Okay, erreicht die Kathedrale. Ja gut, ja. Das war blöd. Scheiße. Was haben wir denn hier eigentlich? Hallo? Wo geht's denn hier hin, Freunde? Moment. Okay, hier gibt's Alkohol. Die Kette. Du solltest nicht... Warum? Was ist das? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was gibt's denn was hier? Was ist los, Rodrik? Was? Moment, warum? Was war... Woher weiß er das? Was ist denn mit diesem Ort? Da gehe ich mal gerade hin. Das interessiert mich jetzt sehr. Was haben wir denn jetzt hier zerstört? Das hier, ne? Diese Gasse. Ja? Nein. Ich wusste es. Rodrik, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Rodrik? Was hat er? Oh. Das kann nicht sein. Rodrik. Nichts mehr übrig. Haben sie dein Haus niedergebrannt? Oh, das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Ach du Scheiße. Dort hab ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Da muss ich sagen, der Schmied. Da bin ich sogar froh, dass wir gerade gestorben sind. Sonst hätten wir das hier verpasst. Da bin ich froh. Das ist, warum immer sehe ich sowas, Mann? Weil ich direkt hier auf Dreieck gedrückt habe, hier bei dem Karren. Ich dachte, da kann man noch was machen, aber... Ja, ich war wieder mal zu voreilig. So, hier ist noch so ein Ding, aber wir können nichts verbessern. Uns fehlt noch, ja, einiges an Leder. Alles andere haben wir. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir genug Leder sammeln werden. Rodrik, wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Wie er uns einfach wegschiebt gleich. So, hey. Beiseite. Was ist los, Amicia? Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Okay. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Okay. Gut. Dann mal los. Können wir die Bogenschützen... Mach dir um mich keine Sorgen. Können wir die Bogenschützen irgendwie umhauen? Nee, ne? Die sind zu weit weg. Die sind zu weit weg. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nichts wird. Aber jetzt sollten wir uns öfter umsehen. Soldaten, da vorne Soldaten. Amicia, die gehören dir. Komm her, das war dein letzter Fehler. So, wir gehen trotzdem hier nochmal runter, weil das macht Sinn. Okay. Wir nehmen hier alles an Steinen mit, was wir mitnehmen können. Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Jetzt noch ein bisschen Steine. Steine brauchen wir sehr dringend. Okay, danke für den Tipp, mein guter Hugo. Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Ja, Moment. Wir müssen erstmal. Oh, da ist sogar noch ein Bogenschütze. Da sind noch mehr! Keine Sorge!
kommen noch welche, ne? Ihr habt es fast geschafft. Oh mein Gott, Roderick. Ich mach nur eine Pause. Fuck. Wie oft haben die den erwischt? Das war's. Geh in Deckung. Oh, wir können die doch erwischen. Shit, hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, zwei Pfeile haben ihn auf jeden Fall schon mal erwischt. Wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr. Jetzt du! Eieiei, Roderick. Komm, let's go. Aber lass dich nicht von Pfeilen treffen. Nicht noch mehr Pfeile, meine ich. Oh oh. Oh, ich fürchte ja, dass er. Ja. Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Ach, Rodrigo. Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Alter, was ein Kerl. Jetzt haben wir Lukas verloren, jetzt haben wir Roderick verloren. Nicht Lukas, Arthur haben wir verloren. Lukas ist ja noch bei uns. Oh. Ach du Scheiße, Mann. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Roderick und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, ja, Melly. Das will sie natürlich nicht hören. Roderick. Es ist vorbei. Der arme Roderick. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher. Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, das... Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Mhm. Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Alles klar. Wir sind an der Kathedrale angekommen, tatsächlich. Aber große Opfer mussten wir erbringen dafür. Alter. Ja, ist schon hart. Was ist das da drüben? Ja, ist gar nichts. Mal erstmal dein Licht kaputt. Können wir dann die Ratten eigentlich auf ihn losschicken? Keine Ratten da? Doch. Okay. Weiter geht's. Das ging schnell. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen hinbekommen jetzt. Alter, der arme Roderick. Gerade noch sein altes Haus gefunden, das in Schutt und Asche liegt. Und jetzt muss der dran glauben. Ach. Ja, wir können eh noch nichts machen. Werkzeug nehme ich mal mit, aber brauchen wir eh nicht. Hier sind jede Menge Ratten. Wir brauchen nur Steine, um die Lampen zu zerstören. Oh. Ja, und vielleicht die Bogenschützen noch irgendwie zu erwischen. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Wie kriege ich da hinten... Ich muss erstmal näher ran. Ich gehe erstmal näher ran. Bevor ich irgendetwas tue. Können wir einfach so durch die Ratten durch? Nee, oder? Doch, können wir. Okay. Ja, weißt du was? Hier. Okay, das war er. Tschüss. Nein! Beruhige dich, Klaas. Jetzt ist es vorbei. Nein, halt! Oh mein Gott. Oh, krass. Okay, so geht's doch nicht. Oder es geht schon so, aber ich muss etwas
Ja, ein bisschen besser sein. Kathedrale! Scheiße. Verdammt! Das ist die Hölle! Macht euch bereit! Oh, der sieht uns. Aber wir sehen ihn auch. Tschüss. Auf die Entfernung bringen wir Leute um, alles klar. Oh mein Gott. Ah, das ist schwierig, weil da so viele sind. Da sind 3 oder 4 Gegner auf einmal. Man muss auf die Bogenschützen achten. Verdammt, das ist die Hölle. Okay, wir gehen mal näher ran. Können wir nicht die Ratten auf die Bogenschützen erstmal... Geht das nicht? Geht nicht, ne? Die kommen nicht an dem Feuer vorbei. Ja, okay. Ich probiere jetzt mal ein bisschen was aus. Sorry, es ist... ich dachte, ich könnte die Ratten erstmal auf die Bogenschützen schicken, aber das geht nicht. Die kommen an dem Feuer ja gar nicht vorbei, deswegen. Ich mache jetzt mal so ein Ding hier. Boah, die sehen uns natürlich sofort. Boah, das sind aber auch so viele. Es kriegt... Oh, Mann, hilf mir doch mal. Amicia, Amicia, hilf mir. Schick deine Ratten auf die. Warum muss ich das überhaupt machen? Das ist die Hölle. Macht euch bereit. So gern ich Hugo auch hab, aber der hilft uns in diesem Fall nicht wirklich weiter. Man muss alles selber machen. So. Erstmal die Bogenschützen, so. Dann dich. Oh, der tritt. Der Scheißstein, ey, der fliegt einfach dran vorbei. Die Kathedrale. Okay. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. Wie geil die Kathedrale eigentlich aussieht. Alter, das sehe ich ja jetzt erst. Also ich habe die schon gesehen, aber nicht so. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt haben wir den erstmal erwischt. Da schleicht er sich von hinten an, der Wichser. Der scheiß Sperrtyp. Okay, wow. Es ist schon hart. Okay, die sind natürlich alarmiert jetzt. Alter, das ist die Lampe! Die fucking Lampe! So, geht doch. Ich dachte, wir können mit Steinen die Helme abschießen. Das hat gerade nicht geklappt. Die Kathedrale! Verdammt! Boah, ist das eine ätzende Stelle. Sorry. Ja, tschüss. Du Nervensäge. Haben wir das nicht voll aufgemaxt? Also maximal gelevelt, dass wir das schneller. Das ist die Hölle. Hier, Bänder, Schleuder, schießt jetzt lautlos. Herr ja, voll OLED, verringert die Zeit, weißt du? Bringt doch alles nichts. Mann. Okay, wir müssen ein bisschen schlauer vorgehen, glaube ich. Es bringt nichts. Ich muss erstmal das Ding machen. Ja, das war schlau. Nein, das ist nicht schlau.
Da ist ja auch noch einer. Leck mich doch. So, den hat's erwischt jetzt. Den auch. Und jetzt hat's mich erwischt mit dem Pfeil. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Es tut mir leid. Ey, ich... Die Kathedrale. Verdammt. Das ist die Hölle. Macht... Okay, machen wir nochmal den hier. Dann machen wir erstmal das Feuer aus. So. Jetzt müssten doch eigentlich die Ratten da hinkommen, oder? Jo, das klappt. Nein! Oh mein Gott! Warum kann man Hugo nicht sagen, hey, du kümmerst dich erstmal um die Bogenschützen, weißt du, und ich mit den Steinen und so auf der Seite. Aber nein, muss man alles selber machen. Und die beiden hier, die beiden Lauchs, die machen auch nix. Keiner hat irgendwas gesehen. Oh mein Gott. Amicia kann nicht antworten, weil sie einen Speer durch den Bauch bekommen hat. Alles klar, kann doch nicht wahr sein, ey. Okay, aber das war gar nicht so schlecht, weil er ist kein Feuer. Da können jetzt die Ratten hin. So. Das bedeutet, ich muss mehr von dem Zeug machen, ne? Um das hier zu zerstören. Um das hier zu zerstören. Das heißt, die Ratten machen den Rest jetzt, oder? So. Das war schon mal gut. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Okay. Können wir den jetzt einfach... Lauft mal darüber. Alter, die Ratten. Die machen einfach nichts. Okay, ich mache wieder mit Steinchen. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal zu sterben. Warum gehen die Ratten nicht auf den los? So, jetzt aber. Mann. Ich bin nur froh, dass die Ratten uns nicht erwischen. Ich dachte die ganze Zeit, dass die Ratten uns immer noch erwischen können. So, Alkohol können wir keinen mitnehmen. Okay. Wir sind da. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Ja, das glaube ich. Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Er fängt gleich an. Oh, oh. Gehen wir, Hugo. Mama komm. Ist da drin. Ja, let's go. Die Türen sind aufgegangen. Warum? Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Alles klar. Schnappt ihr euch alle. Komm schon. Die fucking Ratten, ey. Hallo? Warum? Nein, weg mit euch. Ich kriege euch schon. Okay, dann mache ich das eben so. Auf die altbewährte Art und Weise. Nicht bewegen, ich mach's kurz und schnell. So, auf ihn. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt manchmal. Komm, let's go. Oh, die haben Feuer. Okay, hat beide erwischt. Es hat beide erwischt, wunderschön.
Ja, diese Macht gut, ist... Ja. Gehen wir hinein. Das lief auf jeden Fall viel besser als vorhin. Und da kamen auch noch zwei von diesen dicken Ritterrüstungen. Das war hart. So, Schöne Familie. Naja, besser als gar keine. Also, das sollte nichts gegen Melly sein jetzt, ne? Hilf mir, es darf niemand herein. Es darf niemand rein, ja? So, und nu? Das führt doch zu nichts! Ihr wollt mich verstehen, Beatrice. Mama! Oh, Mann. Mein Kind. Hugo. Nein, ganz sicher nicht dein Kind. Alter. Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Boah. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus. Ich will mal nicht so sein. Was geht denn jetzt ab? Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Okay. Na dann. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Ja. Wir sind bei euch. Töte Vitalis. Wir sind bei euch, aber ihr macht nichts. Lasst sie gehen, Vitalis. Das ist eure letzte Chance. Nun denn. Go! Damit Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Du, oder was? Ruhe, zarter Greif. Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an. Taumelt auf mich zu. Verlorene Schäfer liegt auf ihren Hirten. Genug, Vitalis. Ihr seid allein. Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Mhm. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Okay, toll. Sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie. Habt ihr den? Das sind die anderen Ratten, die wir gesehen haben. Alter. Super. Melly, bleib hier. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melly. So gut. Vernichtet ihn. Alles klar, Melly. Weiß ich Bescheid. Es ist nur die Frage, wie? Vorrücken! Wie? Ich mach jetzt mal so ein Ding hier. Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Herauszufordern. Wie? Vitalis, bitte raus! Träger, der bricht zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Oh, wir können jetzt auch diese Wirbelstürme. Seh zu, Beatrice. Werdet Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Lass sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Falsch! Okay, ich weiß nur noch nicht, was ich machen soll. Wir müssen viele auf einmal. Okay. Okay, Moment. Seht euch doch an, Vitalis. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen abgeschlachtet. Die alte Welt muss sterben, damit die neue entstehen kann. Oh nein! Nein! Oh, die sind echt schnell. Die sind schnell. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Ich mache jetzt mal genug von dem Zeug hier. Ich glaube, vier müssten reichen. Formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du
Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Sammle genug Ratten in einem Bereich, um einen Schwarm zu bilden. Und schicke sie dann zu den Massen an weiße Ratten, um sie zu vernichten. Nicht zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Okay, so. Seht zu, Beatrice. Ihr seid Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Okay, das war ganz gut. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern. Wie? Alter. Mama Bruder, krönt euch Blut! Das Blut meines Bruders, ihr seid nicht mehr Blut! Das Feuer, sie können nicht kommen! Okay, auf geht's. Ist das richtig, was ich hier tue? Mist. Nein! Okay. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir hin. Ich muss wieder das Zeug machen. Ich mach mal 4. Vereint euch und verschlingt sie! Ja, ist gut. Ist halt so ein bisschen Geschicklichkeit, ne? Er lässt sie sich neu formieren. Sie hält nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Formieren und dann ab dafür. So, jetzt müssen wir genug Zeit haben. Haben wir nicht. Doch, haben wir. Okay, das ist knifflig. Es ist knifflig. So, hier so ein paar. Und dann ab dafür. Was zum? Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Okay, das war gut. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern. Wie kann es mit dem Ohr? Nicht zu fassen. Ja, okay, das war gut, das war gut. Das läuft. Jetzt haben wir's. Ja, jetzt haben wir's. Ich bin mir sicher, jetzt kriegen wir's hin. Bruder, ihr seid nichts als ein Kronräuber. Hätte die Hand recht, Vitali. Ihr könnt die Makula nicht kontrollieren. Hier kommt der. So, haben wir das auch wieder? Eine neue Runde. Kommt an, Vitalis. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen abgeschlachtet. Die alte Welt muss sterben, damit die neue entstehen kann. Deshalb verschwinden. Ich glaube, da hinten kommt noch so ein. Ja, genau, okay. Ah, die gehen automatisch dahin. Okay, ja. Okay, ja. Kriegen wir hin. Haben wir noch genug von dem Zeug? Eine haben wir noch, müsste reichen. So. Achso, da sind ja noch 2 Feuer, sehe ich gerade. Okay, muss ich noch einen machen? Achso, Moment. So. Wir gewinnen. Ja, natürlich gewinnen wir, hallo. Doch. So, einen machen wir noch weg. Dann müsste es aber auch reichen, oder? Ja, wobei, da hinten kommt noch einer. Und da auch noch. Jetzt vielleicht? Okay. Ich sehe keine Feuer mehr. Und du? Mama! Ego! Amicia! Er darf seine Macht nicht missbrauchen! Macht er nicht. Wir werden dich da rausholen! Okay, es war ein bisschen knifflig, aber wenn man den drei raus hat. Was war das denn? Wir kümmern uns drum. Endlich machen die auch mal was. Na, geht doch. Oh, du fühlst es doch auch, aber du hast Angst. Wahre Macht, die Gabe des Selbst. Das geht jetzt ab. Ich bin die Einheit. Ich bin
Ewigen verbinden! Komm zurück! Bleib bei Hugo! Werdet wieder ein! Alter! Hat der F2 gedrückt? Hä? Was war das denn jetzt? Tüte Vitalis immer noch, okay. Was soll ich denn machen? Ich kann ja Hugos Kraft gar nicht benutzen. Oder kann ich ihn nutzen? Ich soll rennen. Ich soll auf ihn zurennen? Okay. Ja, und nun? Ja, das war nicht so gut. Scheiße. Okay, Moment. Ich guck mal, was passiert, wenn er sein ja, wenn das Ding runterfällt. Wohin soll ich denn laufen? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht in die Richtung? Nö, hier ist ja alles zu. Okay, let's go. Okay. Nicht bei der Rakete, Katamitia! Fangiert euch neu! Nein! Das ist unmöglich! Dafür werdet ihr bezahlen! Kommt zu mir! Okay, er überlebt einen Stein, seine Soldaten nicht. So ein alter Sack. Ich lauf ja schon. Was geht denn da ab? Okay, tschüss. So, komm, noch mal. Noch eine Runde. Sag das doch vorher, Mann. Da ist schon wieder so ein Feuer. Nein. Ich hasse alles. Okay, das war die falsche Richtung. Shit, ey. Alter. Boah, der Typ nervt mich. Okay. So, jetzt die Ratten. Ja, komm, let's go. Diesmal ist ja aber kein Feuer, oder? Ja. Das ist gut. Okay, jetzt müssen wir das Feuer ausmachen. Okay. Weg von ihm! Ja. Erzittert!
Komm schon, komm schon, komm schon, Hugo. Schick deine Ratten, wo sind sie? Da. Meine Engel. Alicia, du musst jetzt zuschlagen. Ja, bitte sehr. Wie oft denn noch? Ich habe mein Fleisch geopfert. Wie oft muss ich denn noch erwischen? Um das Bestige zu werden, der alles vereint. Ihr könnt nicht töten. Okay, er wird wilder. Er wird wilder. Zurück! Ich will das Bestige nicht länger. Okay, Alter. Langsam weiß ich nicht, wo ich noch hinlaufen soll, ehrlich gesagt. Guck mal. Ratten, 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 let's go. Ich kann ihn nicht erreichen. Was? Ich soll die Ratten aus der Mitte verscheuchen? Was? Moment. Aha. Und von Anfang an, Alter, du Nervensäge. Okay. Zurück, meine Schäfchen! Zurück zu eurem Meister! Okay, die Ratten? Wie kann man denn die Ratten? Okay, mit Feuer, ne? War mit Feuer, glaube ich, ne? Das heißt mit Ignifa. Oder war das hier? Ratten eliminiert. Das war das hier. Inventar voll. Scheiße. Okay, den hier. Ja, 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 okay. Wir werden dich finden! Der Engel, der ist hier! Meine Engel! Ich weiß, dass ihr auf geht's. Und bald werden wir schauen. Komm her. Mann, meine Engel, sagt er. Sind deine Ratten, sind das. Okay, komm jetzt. Das ist eure letzte Schatz. Ich habe mein Fleisch. Ja, probieren wir es mal jetzt. Um das Bestige zu werden, der alles vereint. Ihr könnt mich töten. Ja, ich bin schon weg. Okay, oh oh. Nein! Scheiße. Diese Kackratten, ey. Diese Ratten, die sind überall. Man muss überall hingucken. Okay. Das brauche ich, das brauche ich. Ja, ja, komm. Okay, das war nicht so gut, ne? Ich bin jetzt eingesperrt. Und meine Diener sollen sich bis zum Firmament erheben. Komm zu mir. Lasst uns eins sein. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Erste Runde ist es überhaupt nicht schlimm. Two hours later. Jetzt kriegen wir den hin. Jetzt kriegen wir den locker hin. Die ersten zwei Runden gar kein Problem. Die erste Runde ist so langsam, die Säule, da brauche ich schon nicht mal rennen. Da brauche ich locker zu traben. So. Hey. So, und jetzt kann man schon den guten Hugo rufen. Auf die Ratten achte ich natürlich. Ja, die sind alle schön weit links und rechts, ne? Ah, vielleicht macht das einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Ich muss diese Säulen und so alle nach links und rechts manövrieren. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Dafür werdet ihr bezahlen.
komm zu mir. Ich hoffe wirklich, das macht einen Unterschied. Ich wüsste sonst nicht, was ich machen soll. So, komm her. Ja, alles gut. So, das Ding können wir hier hinsetzen. Hier interessiert das keinen. Da interessiert das keinen. Wenn er jetzt nochmal... Ja, okay. Hier ist es auch jedem egal. Und jetzt... Ja. Oh, Moment. Bevor ich es vergesse. Okay, das war gut. Und ab dafür. Ich denke dreimal muss man ihn erwischen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es dreimal reicht. Komm, hol deine Säule. Deine Säule kommt jetzt hier hin. Ja. Das ist okay. Wenn er gleich so einen Scheiß hier von sich gibt. Kommt das auch hier hin, alles klar. So, die nächste Säule würde ich gerne auf diese Seite hauen. Okay, das war scheiße eigentlich, aber gut. Was das? Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Komm schon, ja, das sieht gut aus. Ja, deine Engel hier. Guck mal, hier habe ich noch einen Engel für dich. Ciao. Oh, seine Ratten weg. Seine Ratten sind weg. Na? Oh. 3 Steine. Alter. Wie so ein alten Opa, weißt du? 3 Steine auf dem Kopf. Wir haben es geschafft. Man musste die Ratten nur auseinanderhalten. Links und rechts von dieser Gasse halten, sonst wären unsere Ratten nicht durchgekommen. Oh. Ja. Das war's mit deiner Regentschaft. Der Rattenpriester. Was ist jetzt? Ich hoffe, er hat... Wow. Das ging schnell. Ich hoffe ja, dass dieser... Oh. Ich hoffe, dass er ihm keinen schlechten Gedanken eingeimpft hat in diesem Monat, in dem er nicht bei uns war. Also, dass Hugo da nicht auf dumme Gedanken gekommen ist. Und, dass dieser Rattenpriester ihm einfach nichts gelehrt hat von wegen... Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass wir es geschafft haben. Es ist vorbei. Wir haben die Inquisition geschlagen, Freunde. Also das muss man erstmal hinbekommen. Aber das Ende... Okay, Moment. Da kommt doch noch was. Da muss ja irgendwas noch kommen. Kapitel 17. Füreinander. Aha. So. Interesting. Ich wollte schon sagen, ey, wenn das Ende wäre, wie Hugo sich diesen toten Priester sich noch anschaut, weißt du? Oh. das wäre kein schönes Ende, ehrlich gesagt. Füreinander. Das hört sich schon viel besser an, dieses Ende. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Oder ob es noch weitergeht. Ich meine, es ist jetzt Kapitel 17, ne? Mhm, 3 Tage später. Er hat wieder normale Klamotten an, das gefällt mir gut. Februar 1349. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Mhm. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt, ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Absolut.
Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort sind. Hoffentlich bleiben sie fort. Die Ratten sind also fort, ja? Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Ja, na komm. Gut, dann los. Let's go, sehr das schön. Machen wir. Die Regeln sind ganz einfach. Ja. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Gar kein Triffst Problem. So viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Hallo, wir sind die Königin. Her damit. Bereit. Los, Amicia. So, das ist Nummer 1. Ja. 3. 4 da oben, okay. Man muss ja auch noch finden. Wo sind die anderen? Da. 6. 5. Jetzt 6. Wo ist denn der 6.? Da hinten. Und ab dafür. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und wow. Unser aller Respekt. Wer ist denn unser aller? Wir sind nur zu dritt hier. Unser aller Respekt. Wo ist mein Apfel? Ja, mit meinem Apfel. Du hast mir einen Apfel versprochen. Ach so. Der Apfel ist für dich, Hugo. Ich dachte schon. Bis anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Ja, dann hau mal rein. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Sehr gerne. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Okay, geh zum Jahrmarkt. Doch einige Häuser werden leer bleiben, wenn der Biss uns hey, seht mal, der Kleine. Oh nein. Was ist denn? Nein, Junge. Was ist mit dem Kleinen? Du darfst nicht rein. Warum? Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, Moment mal. Gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Was? Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Die Menschen sind immer noch scheiße hier. Na los. Ja. Die Menschen sind immer noch scheiße hier, Hugo. Komm, wir gehen. Scheiß auf die. Weißt du? Als wären die Ratten nicht genug und die Inquisition jetzt suchen ja auch noch uns, weißt du? Obwohl wir nichts gemacht haben. Wir haben die gerettet, die Leute. Hey, ja, unfassbar. Hugo. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Welcher du Karren? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Ja, komm. Wir lassen ihn gewinnen. Wir lassen ihn gewinnen. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Ja, wahrscheinlich kriege ich das auch nicht hin. Du bist eh viel zu weit noch vorne. Okay, ja, er ist viel zu weit schon vorne. Schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Kriegst du. Kriegst sogar 30 von mir. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Hä? Lag die nicht gerade da? Wer war denn das? Wer lag denn da gerade? War das nicht Melly? Ach, das ist die Mutter. Viel länger schlafen? Das ist die Mutter, sie natürlich. Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Oh, der arme Hugo. Hey, Hugo. Gabe ja? Ist auch gleich sein Fluch. Findest du mich hübsch? Ha, du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Sag mal. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Immerhin sind wir wieder Best Buddies. Das gehört sich auch so unter Geschwistern. Ja, aber schade, dass die Leute das hier nicht so sehen. Hilfe! Die Fliege greift an!
Sehr schön. Gefällt mir sehr gut die Melodie. Das war ein Ende. Ist das jetzt ein gutes Ende? Ich meine, klar, wir haben die Leute befreit, wir haben uns selber befreit von der Rattenplage, von der Inquisition. Aber die Leute sehen uns immer noch, als wären wir die Plage, als wären wir die Ratten. Das ist schon sehr traurig, muss ich sagen. Es gibt keine andere Möglichkeit für uns. Wir müssen weg. Und das ist auch genau das Richtige, was sie machen. Suchen sich ein neues Chateau oder einen neuen Platz, ein neues Dorf, wo sie unterkommen. Ein großes Dankeschön an das gesamte Asobo Studio sowie an alle unsere Familienmitglieder für ihre Unterstützung während der Entwicklung dieses Spiels. Und ein großer Knuddel an die neuen Babys des Asobo Studios. Süß. Sehr geil. Ja, cool. Ja, wir überspringen wieder. Credits, schön und gut, aber Ritter, haben wir direkt eine dicke Trophäe bekommen. Gold-Trophäe ist das, ne? Ist das Gold? Ja. Ja. Das war A Plague Tale, Freunde. Wie erwartet, es war nicht das längste aller Spiele. Aber, oh, ich muss mal gerade schauen, bei den Extras. Codex. Wir haben leider die letzte Blume auch nicht gefunden. Wir haben auch die letzten beiden Kuriositäten nicht gefunden. Aber das Areal, wo wir waren in den letzten zwei Kapiteln, in den letzten zwei, drei Kapiteln, fand ich so groß. Fand ich sehr groß alles und, ich habe mit Sicherheit auch nicht so geguckt, wie ich es wollen würde. Aber gut, was willst du machen? Harnischhelm. Wenigstens den haben wir. Ist das nicht der vom... So kann man sich in dieser Richtung relativ schnell fortbewegen. Sie erleichtert langwierige Kämpfe. Irgendwas haben wir doch bekommen. War das nicht von der Familie irgendwas? Ach, das hier, die Ritterfigur. Das war in unserem eigenen Haus. In dieser Vision und diese Puppe. Das war's. Okay. Ach, oh, unser Stammbaum. Na klar, das war es auch. Da bin ich froh, dass ich das gefunden habe. Es ärgert mich natürlich, dass wir nicht alles gefunden haben, aber das meiste. Und alle Geschenke. Wir haben alle Geschenke gefunden, tatsächlich. Das freut mich sehr. Ja, wie gesagt, das war Plague Tale Innocence. Super Mega-Spiel. Nicht ganz so lang. Ich glaube, wir haben jetzt so 20, 21, 22 Folgen, denke ich, so um den Dreh. Hat aber mega Spaß gemacht von der Story. Ich hatte mal wieder Bock auf so ein richtiges Story-Game. Und ich fand einfach diese Mechaniken, die man hier in diesem Spiel hatte, mit den Steinwerfen, mit den verschiedenen Munitionen, die man hatte, dass man Feuer machen konnte, dass man das Feuer ausmachen konnte. Das fand ich schon sehr... Ja, es war schon sehr knifflig am Ende, muss ich sagen. Aber wenn man das erstmal raus hat, dann ist das, denke ich, gar kein Problem. Ich fand die Beziehung zwischen den Charakteren eigentlich sehr schön. Zwischen den beiden Geschwistern. Zwischen den ganzen anderen, die dabei waren. Leider auch welche, die gestorben sind. Der gute Roderick am Ende noch. Arthur ist gestorben. Konnten wir leider nichts machen. Es ist eine lineare Geschichte. Ich denke nicht, dass man da hätte irgendwas anderes machen können. Aber, ja, ich fand das an sich alles sehr, sehr schön von der Geschichte her, auch jetzt am Ende, bis auf die Menschen, die da eben leben, aber die kann man das halt nicht recht machen. Ja, am Ende hatten wir noch zwei Bossfights, einmal gegen den Nicolas Cage sozusagen. Der war einigermaßen einfach noch, der war noch recht einfach, finde ich. Da gab es schon einige kniffligere Situationen mit normalen Soldaten, muss ich sagen. Und eben am Ende gegen den Großinquisitor. Alter, der Typ, ne? Mit seinen Ratten, mit seinen weißen Ratten. Oder seinen... Waren das weiße Ratten oder waren das einfach haarlose Ratten? Ich glaube eher haarlose Ratten, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber bis man da erstmal rausgefunden hat, ich glaube, das Rätsels Lösung war, alles in der Mitte freizuhalten, damit die Ratten von Hugo durchkommen und links und rechts die ganzen anderen Ratten spielen zu lassen, sozusagen. Ich glaube, das war das Rätsels Lösung und ja, haben wir noch ganz gut gemacht am Ende. Ja. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Ende. Hätte ein bisschen happy-endiger sein können, aber ey, was soll's. Ich meine, zu der Zeit kann man sich nicht mehr erhoffen, glaube ich.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play wieder dabei. Und ihr könnt mir gerne einen Kommi da lassen, ein Like da lassen oder ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim neuen Let's Play wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Wir sehen uns. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.